Das Phoenix-Tagesgespräch heute mit Frank-Ulrich Montgomery vom Weltärzteverband. Herr Montgomery, diese konzertierte Aktion der Bundesregierung gibt es ja jetzt seit einigen Jahren, um die Situation in der Pflege zu verbessern. Sind Sie mit dem zufrieden, was da bisher kam aus Berlin? Ja, Sie sagen es schön, bedingt zufrieden. Ja, man hat mit viel Aufwand einen eigenen Pflegebeauftragten eingerichtet, hat das im Rahmen eines Ranges eines Staatssekretärs mit Herrn Westerfellhaus besetzt. Bewirkt hat er wirklich nicht viel, weil das Kernproblem, schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Arbeitgeber, hat auch Herr Westerfellhaus nicht lösen können. Sie haben schon gesagt, was falsch läuft, aber jetzt ist es ja angepackt. Aber wieso ist es trotzdem so furchtbar langsam? Es ist so furchtbar langsam, weil Sie erst einmal das Ansehen, die Motivation, das Image des Berufes ändern müssen. Das geht nicht mit Geld alleine. Und da reicht es auch nicht, in Situationen wie im Frühjahr diesen Jahres sich auf den Balkon zu stellen und laut zu klatschen, sondern da muss wirklich strukturell was geschehen. Das fängt damit an, dass zum Beispiel die Arbeitgeber in Kommunen, aber auch in solchen Heimen anfangen, vernünftige Arbeitsbedingungen anzubieten. Und vor allem das Gehalt muss stimmen. Denn wenn man diese Menschen nicht anständig entlohnt, aber ihnen immer mehr Arbeit zumutet, dann werden die total demotiviert und dann finden wir keine neuen. Weil das überträgt sich von Generation zu Generation. Auf dem Pflegetag hat Jens Spahn ja jetzt gesagt, dass notfalls, weil die Situation so angespannt ist, auch infizierte Pfleger und Ärzte arbeiten müssten. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist ein sehr bedauerlicher Zustand, aber es kann sein, dass es dazu keine Alternative gibt. Andere Länder machen es uns vor, inzwischen wie Belgien. Diese Ärzte sind dann natürlich selber auch durch Schutzkleidung und Masken mehr geschützt als andere. Und es ist ganz klar, dass sie nur in Bereichen arbeiten, wo bereits erkrankte, Covid-erkrankte Patienten liegen, damit sie nicht weitere Leute anstecken können. Aber das ist Ausdruck einer Mangelsituation im Gesundheitswesen und das wissen wir schon seit langem. Darauf bereiten wir uns seit langem vor. Aber außer Worten ist bei Herrn Westerfellhaus nicht viel passiert. Das heißt, ich verstehe Sie richtig, auch Sie würden das befürworten, dass kranke Ärzte, kranke Pfleger arbeiten. Also nageln Sie mich nicht auf das Wort befürworten fest. Es ist eine letzte Maßnahme. Wenn es gar nicht anders geht, ist immer noch besser, dass ein symptomfrei Covid-erkrankter Arzt sich um einen Patienten kümmert, als dass sich niemand um ihn kümmert. Sie sind Weltärztepräsident. Könnten Sie für uns mal einschätzen, wie wir in Deutschland dastehen? Wir sind ja doch ein bisschen eine Nation der Pessimisten im Vergleich zu anderen. Wie stehen wir? Also das ist sehr schön gesagt mit den Pessimisten, weil das ist durch die Wahrheit nicht gedeckt. Wir stehen in Deutschland eigentlich von allen Industriestaaten, die ich so überblicken kann, am besten da. Wenn man unser Gesellschaftsmodell mit seinen Freiheitsgraden und die Covid-Zahlen zusammenlegt. Rein sehr autoritäre Staaten wie zum Beispiel Südkorea oder Taiwan haben bessere Zahlen. Aber da reagiert die Bevölkerung auch ganz anders auf staatlich-öffentliche Anordnungen. Viele andere Länder in unserem Kulturkreis haben diese Pandemie ja vollkommen verschlafen. Gucken Sie nach Großbritannien, da bricht gerade eine zweite Katastrophe los. Und von Amerika will man in diesem Fall gar nicht reden. Also Deutschland ist schon ein Leuchtturm und das ist sehr Jens Spahn zu danken, der sehr früh angefangen hat, die Bevölkerung auf das vorzubereiten, was jetzt passiert. Wir wurden ja auch gewarnt durch die Bilder aus Italien damals. Herr Montgomery, der Teil-Lockdown ist jetzt seit 2 Wochen in Kraft. Wie würden Sie das sehen? Kann man das so wie eigentlich ein bisschen versprochen Ende November aufheben? Also da sind wir natürlich alle auf persönliche Einschätzungen jetzt angewiesen. Meine persönliche Einschätzung ist, wenn der Teil-Lockdown wirklich dazu führt, dass die Zahlen selber sinken und nicht nur der Anstieg der Zahlen sich etwas verlangsamt, dann beweisen wir damit ja gerade, dass er wirkt. Und wenn wir beweisen, dass er wirkt, dann müssen wir so etwas weitermachen, so lange, bis wir wieder bei einstelligen oder geringen Ansteckungszahlen jedes Jahr sind. Und das ist das Dilemma. Ich persönlich glaube nicht, dass wir am 1. Dezember uns wieder so benehmen können wie früher, sondern wir werden noch eine ganze Zeit mit Einschränkungen leben müssen. Dass wir die vielleicht später regional besser steuern können, das ist eine ganz andere Frage. Aber wir werden diesen Winter ganz anders erleben als alle Winter zuvor. Und da werden viele Shutdown-Elemente, das ist ja kein Lockdown, sagen Sie das mal einem Franzosen, der nachts Ausgangssperre hat und gar nicht vor die Tür darf,
Das ist ein Teil-Shutdown und damit werden wir in bestimmten Varianten den ganzen Winter leben müssen. Wie sehr gibt Ihnen der Impfstoff Hoffnung? Ja, der Impfstoff an sich und die Fülle von Impfstoffen, das sind ja 200 Kandidaten in der Prüfung, davon 40 bereits in einer Phase-3-Prüfung. Der Impfstoff wird in der Tat einen Teil des Problems lösen. Die Erfolgsmeldungen, die wir aber gerade gehört haben von einer Firma in Deutschland, sind wohl eher über den Aktienkurs gesteuert, wenn ich gehört habe, dass der Miteigentümer dieser Firma hinterher seine Aktien verkauft hat und dabei gewaltige Gewinne an der New Yorker Börse eingefahren hat, dann habe ich das Gefühl, die Erfolgsmeldungen waren eher dem Börsenkurs geschuldet als der wissenschaftlichen Entwicklung. Bisher gibt es nur Pressemeldungen und keine wissenschaftlich gegengelesenen und korrigierten Arbeiten darüber. Trotzdem, die Impfung wird langfristig unser großer Hilfe sein. Aber Sie müssen auch mal die Zahlen sehen. Wir bauen 60 Impfzentren auf in Deutschland. Wir haben angenommen, jedes Impfzentrum kann 1000 Menschen am Tag impfen. Dann brauchen wir immerhin 4 Jahre, bis wir die gesamte Bevölkerung Deutschlands durchgeimpft haben. Also das muss schneller gehen, damit es wirklich auch in der Bevölkerung ankommt und zu Lösungen führt.